Der Hypos und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Hypos Kapitalmarktdialog, das Medium, das wir nutzen, um einmal im Monat einen Rundumschlag über die globalen Kapitalmärkte vorzunehmen. In diesem Monat liegt der Fokus natürlich etwas stärker auf Griechenland, aber wir haben uns natürlich nicht nehmen lassen, auch verschiedene andere Implikationen und auch Themen, die wir momentan beobachten, hier einzubauen, grafisch darzustellen und das ein oder andere als Denkanstoß hier zu liefern. Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Sie haben ja ein Fragen respektive Chatfenster. Und sofern es an der konkreten Stelle passt, gehe ich gerne direkt darauf ein. Sofern es im späteren Verlauf Sinn macht, werde ich es zu späterer Stelle angehen. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir zum Ende des Seminars, des Webinars, hier wirklich alle Fragen so beantwortet haben, dass Sie hier die möglichen Denkanstöße auch mitnehmen können. Ansonsten von der technischen Seite, bei mir schaut es gut aus, was den Kontrollbildschirm betrifft. Also Sie müssen jetzt alle die Startfolie mit meinem sympathischen Konterfei hier sehen. Und ich würde dann auch sagen, dass wir direkt einsteigen, um hier mal nicht zu viel Zeit zu verlieren. Eine gewagte Prognose, die möchte ich zu Beginn gleich treffen. Ja, die ausstehenden Schulden sind unbezahlbar. Ich glaube, das ein Leitmotiv, das nicht nur für Griechenland gilt, sondern das auch für viele andere Länder bzw. auch gläubiger Schuldverhältnisse in der heutigen Zeit zutreffend ist. Leider haben wir nicht die Zeit, nur nochmal auf die Details einzugehen, aber ich denke, das Thema implizite Staatsverschuldung oder auch explizite Staatsverschuldung, das sind Grundlagenthemen, mit denen sich jeder Anleger heutzutage mal beschäftigen sollte, weil gerade auch diese impliziten Staatsschulden, also die spricht die Verpflichtungen aus den Sozialsystemen, aus den Rentensystemen, die momentan nicht gedeckt sind, das natürlich Themen, die uns auf absehbare Zeit bevorstehen, weil da geht es nicht darum, ob und wie der Schuldner hier leisten kann oder ob vielleicht diese Zahlungen wirklich denn relevant werden, sondern hier gehen natürlich auch die Bevölkerungsteile entsprechend in den Ruhestand und dann werden natürlich aus abstrakten Versprechungen werden natürlich auch konkrete Zahlungsflüsse und das wird ein spannendes Thema werden für die verschiedenen Länderhaushalte. Dementsprechend, wenn wir es auf Griechenland mal zurückbrechen, der Schuldenschnitt, der ist natürlich unausweichlich. Ich denke, jeder von Ihnen, der einen Taschenrechner bedienen kann, dem wird das seit einigen Jahren klar sein, dass aufgrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes und aufgrund dessen, was Sie über Sozialabgaben und auch über Steuern aus dieser Leistungsfähigkeit extrahieren können, dass es natürlich relativ unmöglich ist, die Schulden zu bedienen. Und die Kernfrage, die wird natürlich nun sein, wie wird man das Ganze verpacken, wohin wird es die Politik verschieben, damit das Ganze natürlich auch hier in Sachen Geberländer vernünftig dargestellt wird. Letztendlich, das Risiko, das wir grundsätzlich immer haben, ist Eintrittswahrscheinlichkeit mal Ausmaß. Also sprich, die Eintrittswahrscheinlichkeit eines griechischen Schuldenschnittes, die wage ich mal mit 100% zu betiteln. Das ist nämlich nur die Frage, wie Sie diesen Schuldenschnitt definieren. Weil wenn Sie heute sagen, nun gut, wir verlagern die Rückzahlung der Schulden auf das Jahr 2070 und bis dahin sind auch keine Zinsen zu zahlen, nun ja, dann könnte ich mir auch einige Milliarden Schulden leisten, weil der Kapitaldienst ist ja dann lächerlich niedrig. Momentan ja den Durchschnittszins, den Griechenland auf seine Schulden zahlt, um die 2,4%, also mit Sicherheit nicht risikoadäquat, wenn man bedenkt, dass das Land sich ja technisch gesehen in einem Ausfall befindet und ja auch noch einige Raten beim Internationalen Währungsfonds offen sind, also auch ja das hier das erste Industrieland, das diesen Status erreicht hat. Also klar, die Eintrittswahrscheinlichkeit dementsprechend sehr hoch. Das Ausmaß, hier können wir natürlich diskutieren, je nachdem, ob Sie das auf der wirtschaftlichen Ebene sehen oder auf der politischen oder der Vertrauensebene. Auf der wirtschaftlichen Ebene müssen wir ganz klar sagen, früher lag ein Großteil der Forderungen natürlich bei privaten Banken. Heute liegt ein Großteil der Forderungen bei der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds oder auch dem ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus. Also wir haben hier einen Transfer gesehen von der privaten Seite auf die öffentliche Hand, auf abstraktere Gebilde und dementsprechend das Ausmaß natürlich heute auch eines Schuldenschnittes bei weitem niedriger als noch vor einigen Jahren. Ganz einfach daher, weil man die Schulden und respektive natürlich auch die korrespondierenden Forderungen auf andere Parteien übertragen hat. Wenn wir nochmal einsteigen, aus meiner Perspektive und aus der Beratungspraxis für das Verständnis hat sich diese Folie sehr gut etabliert. Was sehen Sie hier? Sie sehen hier auf der horizontalen Achse sehen Sie einen Zeitstrahl. Also Sie sehen, wir beginnen Anfang der 90er Jahre. Auf der Hochachse sehen Sie Zinsen, also Renditen.
Und Sie sehen ja mal für verschiedene Länder eingeblendet, was musste denn das jeweilige Land für seine 10-jährigen Staatsanleihen an Rendite zahlen. Und typischerweise haben Sie immer einen Renditeaufschlag. Das heißt, wenn der Kapitalmarkt sagt, okay, wir glauben, dass ihr nicht so gut in der Lage seid, eure Schulden zu bedienen oder ob vielleicht auch euer Wille, die Schulden zu bedienen, ein bisschen zweifelhafter ist, dann wollen wir einen gewissen Risikoaufschlag, um uns dafür zu entschädigen, dass wir euch Geld leihen. Und dementsprechend haben Sie auch folgerichtig, sehen Sie hier, das habe ich hier als Normalfall tituliert, können wir im Endeffekt feststellen, dass in der Vergangenheit Länder wie zum Beispiel Italien oder auch Spanien oder Portugal, die haben natürlich höhere Zinsen gezahlt als Deutschland, weil Deutschland einfach ein soliderer Schuldner war und weil man eben die Leistungsfähigkeit und auch den Willen zur Bedienung von Zins- und Tilgungsleistungen höher eingeschätzt hat. Dann kam die Politik und Sie sehen dann, was folgte hier in dieser Phase. Wir können feststellen, dass wir auf einmal eine Währung, eine Bonität als Leitmotiv hatten. Das heißt, es gab keine Differenzierung mehr zwischen den verschiedenen Ländern, zwischen den verschiedenen Leistungsfähigkeiten. In der Konsequenz natürlich auch eine dramatische Entlastung für die Haushalte in der Peripherie, weil zum einen sind die Risikoaufschläge, die sie bezahlen mussten, nach unten gegangen. Also es wurde günstiger, sich zu verschulden. Auf der anderen Seite ist das allgemeine Zinsniveau am Kapitalmarkt auch noch nach unten gegangen. Also zwei sehr positive Effekte. Und diese Ersparnis, die man eben damals generiert hat, die wurde eben nicht zur Schuldentilgung verwendet, die wurde eben nicht für Forschung und Entwicklung oder irgendetwas anderes zukunftsgerichtet verwendet, sondern die wurde in unterschiedlichem Maße konsumiert. Und ob es dann zu Immobilienblasen geführt hat, ob es zu Steuerarbitrage-Möglichkeiten geführt hat, dass zum Beispiel Länder ihre Körperschaftssteuer sehr stark nach unten genommen haben, um wiederum Unternehmen anzuziehen, wie wir es hier in Irland gesehen haben, ob sie eine Aufblähung des Beamtenapparates feststellen konnten, wie es ja zum Beispiel in Griechenland der Fall war. Also insgesamt können wir diese Phase als Zinssozialismus und dementsprechend auch als Wohlstandsblase natürlich bezeichnen und dann im Rahmen der Finanzkrise, der Insolvenz von Lehman Brothers und der Situation, dass man sich damals aus deutscher Sicht dazu entschieden hat, dass jedes Land für seine eigenen Banken einstehen muss, haben wir eine Überstressung der verschiedenen Länderhaushalte gesehen und auf einmal hatten Länder mit sehr, sehr niedrigen Schulden, die hatten exorbitante Schuldensprünge und das habe ich hier als Realitätsschock bezeichnet, was Sie hier sehr schön feststellen konnten. Also auf einmal hat man gesagt, nun ja, es ist vielleicht doch so, dass jedes Land für sich selbst steht und dementsprechend wollen wir jetzt natürlich mal höhere Risikoaufschläge sehen. Wir bezweifeln auch, dass vielleicht einige Länder ihre Schulden und Zinsen vollumfänglich bedienen können. Also es war so ein kleiner Realitätsschock, vielleicht auch Marktwirtschaft, die natürlich typischerweise immer überschießt. Das liegt in der Natur eben des Menschen. Wir sind eben entweder zu optimistisch oder zu pessimistisch und dementsprechend überschießt das Ganze immer über die fundamentalen Grundlagen. Dann hat die Europäische Zentralbank eingegriffen. Mario Draghi hat gesagt, whatever it takes, wir werden den Euro retten. Dementsprechend haben sie dann wieder diese Annäherung der Renditen gesehen, dieses Konvergenzthema. Und das natürlich schlecht für den Reformeifer, weil wenn sie sich natürlich wieder günstiger am Kapitalmarkt finanzieren können, dann sorgt das natürlich dafür, dass notwendige und wichtige Strukturen, Reformprozesse in die Zukunft verschoben werden. So das aktuelle Bild, meine Damen und Herren, und wir glauben, dass wir für die Zukunft von einer sogenannten politischen Marktwirtschaft ausgehen können. Den Begriff haben wir jetzt mal so geprägt und erfunden, also eben Abgrenzung zur reinen Marktwirtschaft oder eben zur sozialen Marktwirtschaft, eben die politische Marktwirtschaft. Und unseres Erachtens macht es auch Sinn, die Entscheidungen der Politik und auch die Rahmenbedingungen, die wir heute an den internationalen Kapitalmärkten und besonders auch im Rahmen der Eurozone sehen, unter diesem Sachverhalt einzuordnen, sich eben nicht nur auf wirtschaftliche Fragen einzulassen, sondern da spielen natürlich Fragen mit rein in der Art und Weise, ja, der Euro ist wirtschaftlich schlecht, aber geopolitisch ist er vielleicht positiv, weil wir haben ja momentan auch die größten Flüchtlingsströme in der Menschheitsgeschichte mit rund 65 Millionen Menschen, die hier auf der Flucht sind. Und dann ist es vielleicht gut, wenn man an den Außengrenzen noch ein Land hat, was da noch als Puffer wirkt, vielleicht auch nochmal geopolitische Interessen der USA gegenüber gegenüber Russland. Also relativ viele Themen spielen hier zusammen und ich glaube, das sollte man sich auch mal so einordnen. Also schon ein marktwirtschaftliches Prinzip, was aber sehr, sehr stark natürlich durch die Politik beeinflusst wird.
Wenn wir uns mal die wirtschaftliche Entwicklung verschiedener Länder anschauen seit dem Jahr 2008, dann stellen Sie fest, dass sich einige Länder ganz gut geschlagen haben, wenn wir bedenken, dass wir keine klassische Rezession hatten, sondern wirklich eine Kreditblase, die geplatzt ist und dass wir natürlich auch in den USA die Situation hatten, dass wir natürlich ein Wachstum hatten in den Vorkrisenjahren, dass einiges über dem Potenzialwachstum drüber lag. Also vereinfacht gesprochen, ich glaube, jeder vierte Arbeitnehmer, der bei General Motors freigesetzt wurde, der hat sich eben in die Immobilienwirtschaft verändert. Und dann haben Sie natürlich auch Effekte, die das alles ein bisschen künstlich pushen. Deswegen meines Erachtens, wenn wir uns heute über Wirtschaftswachstum unterhalten, dann sollten wir nicht nur den Vergleich zu diesen künstlichen Boomjahren vor der Finanzkrise ziehen, sondern wir sollten noch mal längerfristige Durchschnitte betrachten. Aber sei es drum, Sie können es schon feststellen, auch Deutschland hat sich da recht wacker geschlagen. Aber hier ganz unten, da sehen wir natürlich Griechenland, da sehen Sie die ganze Problematik, also das Wirtschaftswachstum hier ja, mit dem falschen Vorzeichen versehen und nicht nur mit dem falschen Vorzeichen, sondern auch in einer relativ starken Dynamik. Und das führt natürlich dazu, dass Sie, wie gesagt, ein geringeres Steueraufkommen haben, dass Sie natürlich geringere Beiträge aus dem Sozialversicherungssystem generieren. Und das ist natürlich ein großes Problem. Aber Sie sehen schon auch, wir haben eine extrem große Divergenz zwischen Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder eben auch Griechenland. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, wenn wir uns darüber klar werden, dass wir uns hier in einem einheitlichen Währungs- und Wirtschaftsraum befinden. Die Frage, wer hier eigentlich der Geisterfahrer ist, die müssen wir uns doch durchaus mal stellen, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen. Sie sehen hier jeweils die Staatshaushalte, also das Defizit oder auch mal den Überschuss in Prozent vom Bruttoinlandsprodukt in diesem orangenen Preis für den Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre, im blauen Balken die Prognosen für 2015. Und da werden Sie im Endeffekt feststellen, die Nulllinie, die ist hier. Und da sehen Sie im Endeffekt, okay, ja, Deutschland, wir haben einen Überschuss, der Rest hat aber leider ein Defizit in unterschiedlich starker Ausprägung. Und auch wenn wir nochmal dieses Maastricht-Kriterium ja mal heranziehen, was ja mal mit 3% tituliert worden ist, dann sehen Sie, dass das genauso wenig heute noch zu interessieren scheint wie die Schuldengrenze von 60%, die man ja damals festgelegt hat. Und von daher die Problematik, die wir momentan haben, ja ganz klar, ist Deutschland hier wirklich die Insel der Glückseligen und allen anderen geht es extrem schlecht oder ist die deutsche Meinung die richtige? De facto muss man doch sagen, Deutschland momentan da relativ isoliert. Wirtschaftlich geht es uns natürlich im Vergleich zum Rest der Eurozone natürlich sehr, sehr gut. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Partner, sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der menschlichen Ebene. Und da sehen wir doch, dass es bedeutend herausfordernder ist, das Umfeld. Auch natürlich, das muss man ganz klar sagen, weil wir natürlich in den letzten 10 bis 15 Jahren ein massives Aufkommen der sogenannten Schwellenländer hatten, also China bzw. Asien auch insgesamt, auch viele neue Arbeitnehmer in Osteuropa, in Lateinamerika, in Asien, die natürlich hier sich dem globalen Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Und dementsprechend sind natürlich die Länder in der Eurozone nicht nur direkt im Wettbewerb mit dem Primus, in Anführungsstrichen, Deutschland, sondern natürlich auch im Wettbewerb mit anderen Ländern auf der Erde und die machen natürlich viele Arbeiten zu ganz anderen Kosten, sind also dementsprechend wettbewerbsfähiger, weil sie andere Lebenshaltungskosten und natürlich auch ein anderes Lebenshaltungsniveau haben und dementsprechend die Wettbewerbssituation ist hier relativ stark, aber Sie sehen schon, Deutschland hier doch relativ stark isoliert mit den positiven Daten. Um die griechische Krise auch nochmal in den Kontext zu setzen, habe ich hier mal den Vergleich mitgebracht zur Krise damals in den Vereinigten Staaten von Amerika, also von 1929 bis 1938. In Rot sehen Sie die USA, in Blau sehen Sie Griechenland. Und da sehen Sie im Endeffekt schon, da ging es ordentlich nach unten und auch vor allem auch die Dauer, in der man sich schon auf einem extrem schwachen und schlechten und gesellschaftlich schwierigen Niveau befindet, bedeutend jetzt auch schon länger als damals in den USA. Und wenn man diese deflationäre Depression damals in den USA wirklich als das Extrem sieht, was ja auch bei den Amerikanern eine Deflationsparanoia ausgelöst hat, dann muss man sich natürlich fragen, wie ist das hier in Griechenland einzuschätzen? Also die Werte meines Erachtens doch durchaus dramatisch und wahrscheinlich in der Konsequenz ist es jetzt die Normalisierung dessen, was wir in der Phase von 2000 bis 2008 gesehen haben. Damals die griechischen Löhne um rund 60% gestiegen. Gleichzeitig natürlich hier hat man es verpasst, sich dem globalen Wettbewerb anzupassen. Also
Dementsprechend durch das gestiegene Lohnniveau und den Aufblähung des Beamtenapparates hat man einfach an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Man hat Arbeitsplätze, die im privaten Sektor weggefallen sind, weil sie vielleicht auch in die günstigeren Schwellenländer abgewandert sind. Die hat man durch den Beamtenapparat ersetzt. Und nun ja, da das alles nun nicht mehr so zu finanzieren ist, sehen Sie eben diese ganze Dramatik, eben diesen massiven Aufholungseffekt, eben leider Gottes nur mit dem negativen Vorzeichen. Also schon dramatisch. Der gesellschaftliche Sprengstoff, auch das sollten wir uns klar machen. Was Sie hier mal sehen, ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland und vor allem auch mal aufgeteilt nach Altersgruppen in Prozent. Und dementsprechend, also sehen Sie das hier mal über die verschiedenen, für die verschiedenen Altersbänder. Und Sie sehen, na gut, bei den 65-Jährigen bis 74, okay, gut, da sind schon viele auch in Ruhestand, je nachdem, wie Sie die Statistik lesen, aber die sind noch am besten dran. Die 55- bis 64-Jährigen ist die Gruppe, die am zweitbesten dran ist. Und wenn Sie es ganz mal durchziehen, muss man ganz klar sagen, am Ende des Tages, je jünger, desto schlechter sind die Leute dran. Das ist wohl auch ein Indikator für einen verkrusteten Arbeitsmarkt, für einen Arbeitsmarkt, der tendenziell eher die Personen schützt, die einen Job haben. Und dementsprechend fehlt hier wohl auch die notwendige Flexibilität. Und das erklärt natürlich auch, warum Sie natürlich hier auf der politischen Ebene natürliche Diskussionen haben. Und auch der griechische Ministerpräsident, der ist ja, ich glaube, um die 40. Also der ist natürlich auch in diesem Laufzeitband hier drin, zwischen 35 und 44. Also eben hier schön absehbar. Und ich glaube, der ist dadurch seinen Bekannten- und Freundeskreis auch entsprechend mit den aktuellen Themen versorgt. Also das ist doch ein ganz klares Thema, was wir hier sehen. Und in der Konsequenz führt das natürlich auch zu so einem sogenannten Brain Drain. Das heißt natürlich, wenn Sie in einem Land wohnen mit einer solchen Struktur, mit diesen wirtschaftlichen Aussichten und Sie sind gut ausgebildet und Sie sind vielleicht auch mobil, dann werden Sie sich natürlich überlegen, ins Ausland auszuwandern. Und tendenziell gehen dann natürlich auch die Personen mit guter Ausbildung oder auch oder die jungen Leute und die fehlen dann natürlich, um das Land selbst wieder wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Also von daher, das ist natürlich auch ein meines Erachtens ganz wichtiger Punkt, den wir uns klar machen müssen, eben diese Perspektivlosigkeit, die sich hier ausdrückt. Zum Thema internationaler Währungsfonds. Nun ja, was gibt es da zu sagen? Zum einen haben die Griechen jetzt mittlerweile 2 Raten an den internationalen Währungsfonds nicht bezahlt, also das Volumen hier runter 2 Milliarden, ich glaube Euro oder US-Dollar sind es, die hier offen sind. Aber nichtsdestotrotz, ich habe Ihnen hier mal eine Prognose mitgebracht aus unserem Research. Einmal war es die Vorhersage des Internationalen Währungsfonds aus dem April 2012, wo man gesagt hat, na, was glauben wir denn, wie sich das griechische Bruttoinlandsprodukt entwickelt, weil auch damals gab es ja Hilfsprogramme, Schuldenschnitt, Sie kennen das Ganze mittlerweile ja zu Genüge aus den Medien, gibt ja auch schon eigene Bücher rund um das Thema Griechenland, aber Sie sehen hier in grün, sehen Sie die Prognose und in rot sehen Sie die Realität und Sie sehen doch hier, klafft doch eine ordentliche Lücke zwischen Realität und Prognose und wenn ich mir momentan anschaue, was da so philosophiert wird über Privatisierungsfonds und mögliche Erlöse, die man irgendwie generieren könnte. Da muss ich offen gestanden auch den Kopf schütteln. Und wenn ich es auch mit der Historie vergleiche, dann glaube ich auch, dass momentan einige Prognosen wieder viel zu optimistisch sind. Aber die müssen natürlich auch optimistisch sein, weil wenn sie sie realistisch machen, dann kommt jeder mit dem Taschenrechner drauf, dass ohne Schuldenschnitt geht es nicht. Und der Schuldenschnitt würde natürlich dazu führen, dass natürlich auch die Politiker in den Ländern, die dann Verluste zu tragen hätten, über Garantien, über den ESM oder über ihren Anteil an der Europäischen Zentralbank, dass das natürlich auch wiederum bei den nächsten Wahlen Auswirkungen haben könnte. Und von daher, wie gesagt, versucht man das Thema in die Zukunft zu schieben. Aber wie gesagt, dieses Thema Prognosen, auch wenn es der internationale Währungsfonds ist, sind immer mit Vorsicht zu genießen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Trotzdem, Konvergenz, das ist ja das große Thema, eine Eurozone, eine Währung, ein Wirtschaftsraum, Konvergenz ist das große Thema. Nun ja, wir haben uns das mal angeschaut seit Ende der 90er Jahre und haben uns mal die Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Länder angeschaut. Und Sie sehen es hier unten in grün dargestellt, Deutschland, hier gab es eine ordentliche Lohnzurückhaltung, hier gab es die Agenda 2010, letztendlich haben wir jegliche Art von Lohnsteigerung, der Wettbewerbssteigerung geopfert. Ganz toll für die Unternehmen, ganz toll für den Exportsektor, aber natürlich sehr, sehr schlecht für die Binnennachfrage und die Kaufkraft hier im eigenen Land. Aber und Sie sehen im Endeffekt, das setzt sich eigentlich mit der Tendenz fort. Ja. Deutschland hält seine Wettbewerbsfähigkeit. Bei den anderen Ländern haben wir teilweise
eben auch durch den Euro, durch diesen Zinssozialismus, diese Wohlstandsblase, haben wir eben diesen Effekt gesehen, dass man immer weniger wettbewerbsfähig wurde. Dann kam die harte Keule, Finanzkrise, Globalisierungseffekte, Illiquiditätskrise bei den Banken. Und jetzt natürlich durch die verschiedenen Maßnahmen hat man an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen, wenn wir hier mal diesen Indikator zurückschauen. Das heißt, es wird zwar besser, aber um eine Konvergenz zu erzielen, müsste es eigentlich so sein, dass die grüne Linie, also für Deutschland, die müsste hier nach oben gehen. Es müsste zusammenlaufen. Aber das tut es nicht, sondern die Divergenz bleibt immer noch auf einem gewissen Niveau hier erhalten. Deswegen, unhaltbare Zustände, Leistungsbilanzen, Eurozone, sehen Sie natürlich auch nochmal sehr schön hier in blau dargestellt. Deutschland mit einem exorbitanten Leistungsbilanzüberschuss. Andere Länder hatten ein extrem großes Defizit. Sie sehen es hier, orange für Spanien oder auch grün für Italien, Irland, also alle mit Defiziten. Und diese Defizite haben sich jetzt wieder ein bisschen relativiert. Zum einen hat natürlich der private Konsum gelitten, also man hat einfach weniger importiert. Auf der anderen Seite haben natürlich auch verschiedene Maßnahmen und die allgemeine wirtschaftliche Erholung natürlich auch dazu beigetragen, dass sich das ein bisschen stabilisiert. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, also dieser Leistungsbilanzüberschuss von Deutschland, der ist natürlich immer noch auf einem Niveau, was sehr unhaltbar ist. Und dementsprechend muss man sich natürlich auch fragen, wie soll das langfristig funktionieren? Deutschland müsste seine Binnennachfrage mal anschieben, müsste eigentlich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, so schizophren, wie das vielleicht auch klingen mag. Weil wenn sie das nicht tun, dann sind alle anderen mit Problemen versorgt, und wenn sie in einem einheitlichen Währungs- und Wirtschaftsraum sind, dann kommt es eben zu einer Transferunion, und dann muss man sich natürlich mal hinterfragen, was am Ende des Tages besser ist, weil es macht natürlich wenig Sinn, wenn wir hier in Deutschland ständig Überschüsse produzieren, dieses überschüssige Sparguthaben irgendwo auf der Welt anlegen, um es dann in amerikanischen Immobilien- oder Hypothekenkrediten zu versenken, oder es im Endeffekt hier mehr oder weniger indirekt über Stabilitätsmechanismen, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Zahlungen wiederum an die Nationen rüberzugeben, die ja auf der anderen Seite unsere Waren hier konsumiert haben. Also ganz klar, es kann nicht jeder Exportweltmeister sein, und meines Erachtens das ein Punkt, der in der öffentlichen Diskussion viel, viel zu kurz kommt, dass wir hier mal realistisch auch sein müssen und sagen, nicht jedes Land kann das Geschäftsmodell von Deutschland fahren, und dementsprechend das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, außer, ja, das wäre die Lösung, außer wir schließen neue Märkte. Sie sehen es hier, IT, der Außerirdische, lässt grüßen, natürlich auch schön mit der Quellenangabe hier von der Universal Pictures. Also, ja, wenn wir auf der Welt, können wir nicht alle Exportweltmeister sein, dementsprechend nehmen Sie es mit einem Schuss Ironie, weil so muss man es mittlerweile sehen. Am Ende des Tages muss natürlich Export und Import auf der globalen Ebene immer ausgeglichen sein. Und wenn die einen überdurchschnittlich exportieren, dann müssen andere überdurchschnittlich importieren. Und meines Erachtens ist das ein ganz wichtiger Kontext, den wir uns immer mal wieder in den Hinterkopf rufen sollten. Fazit Griechenland, ja, möglicher Bruch der Euro-Mitgliedsländer Nord-Süd-Gefälle. Ich glaube, das ist nichts wirklich Neues. Aus unserer Perspektive natürlich ganz klar, auf der einen Seite sehen Sie eine Radikalisierung nach rechts, eher tendenziell im Norden, also auch bei Ländern, die vielleicht in den letzten 10 Jahren tendenziell Überschüsse generiert haben. Auf der anderen Seite sehen Sie natürlich ein Linksgefälle bei den Ländern, die natürlich hier übermäßig konsumiert haben, also eben auch entsprechende Defizitländer oder auch Länder, die natürlich auch ein relativ hohes Schuldenniveau haben. Also diese Divergenz, die müssen wir uns einfach klar machen. Auch muss man natürlich hinterfragen, inwieweit die Demokratie hier auf die Probe gestellt wird, weil das Referendum in Griechenland und das, was nun die Regierung Tsipras hier präsentiert hat, das ist ja eine 180-Grad-Wendung, und da muss man auch mal schauen, inwieweit die Regierung das wirklich überleben wird, was hier, also die griechische Regierung, was hier gerade passiert, oder ob es nicht Neuwahlen gibt. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob diese neu gewählte Regierung, egal in welcher Konstellation sie zusammenkommt, ob die das so gut finden, was man hier momentan mal auf europäischer Ebene verhandelt hat. Also von daher, aus unserer Perspektive ganz klar, geklärt und geregelt ist hier momentan überhaupt nichts. Man hat die Cola-Dose wieder ein Stück weiter die Straße runtergeschossen, also kicking the can down the road, wie die Amerikaner ja so gerne sagen. Also wir treten die Cola-Dose immer mal ein Stück weiter, aber wir heben sie nicht auf und werfen sie mal in den Mülleimer. Und insgesamt wird uns natürlich das hier noch einiges an
an Unsicherheiten und auch an Schwankungsbreiten hier besonders in den europäischen Märkten natürlich auch mit reinbringen. An den Aktienmärkten wird das wahrscheinlich stärker durchschlagen als bei den Anleihemärkten. Bei den Anleihemärkten haben wir die Europäische Zentralbank, die hier relativ offensiv natürlich auch Papiere aufkauft, die auch nochmal die Anleihen, die sie erwerben möchte, nochmal breiter aufstellt. Also man kauft mittlerweile auch Anleihen von Unternehmen, wo der Staat eben entsprechend mit drin ist, beispielsweise von Versorgung. Also die EZB hat da noch durchaus einiges an Instrumentarium, um einen möglichen Renditeanstieg in der Eurozone zu verhindern, weil das muss auch klar sein, wenn Sie ein massives Quantitative Easing haben, also einen Ankauf von Anleihen im Markt, der gemessen an der Größe des europäischen oder des Euro-Rentenmarktes sogar noch dramatischer ist als das QE-Programm in den USA, dann können Sie natürlich nicht akzeptieren, dass hier die Renditen steigen. Und dementsprechend sehen wir es auch in dieser Woche und in den letzten Tagen, wo ein bisschen Verunsicherung wieder reingekommen ist, dass hier die EZB, also die Europäische Zentralbank, hier nochmal das Volumen ihrer Ankäufe ein bisschen erhöht hat im Vergleich zur Vorwoche. Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, wird der Euro zur Weichwährung? Hier muss man ganz klar sagen, das kann natürlich niemand genau sagen, ob es so kommen wird und vor allem auch, was die Definition einer Weichwährung genau sein sollte. Weil wenn Sie sich mal Euro-Dollar seit Bestehen anschauen und Sie schauen es vielleicht nicht nur vom Währungskurs an, sondern vielleicht auch nochmal handelsgewichtet, dann sieht langfristig vieles aus wie ein Sturm im Wasserglas. Nichtsdestotrotz, aus der Perspektive eines Bürgers, eines Steuerzahlers, Sie wissen, kennen ja den Spruch von, ich weiß nicht, wer ihn gebracht hat, Dirk Müller, Robert Halber oder einer von den Jungen, der sagt, naja, warum heißt der Bürger Bürger? Naja, weil er für die Schulden des Staates bürgt. Also hier natürlich ganz klar, Währungsdiversifikation, das ist natürlich ein Thema, was grundsätzlich eine Rolle spielen sollte, ob das jetzt die Beimischung von US-Dollar-Positionen oder von anderen Währungen ist oder sinnvollerweise vielleicht auch ein breiter Korb. Das hängt natürlich immer von der jeweiligen individuellen Vermögensstruktur ab, aber nichtsdestotrotz mit dem Thema Währungsdiversifikation sollte man sich mal beschäftigen und dort auch vor allem auch mit der steuerlichen Handhabung der verschiedenen Möglichkeiten in Währungen zu investieren, weil bei den Währungskonten und auch bei verschiedenen Wertpapieren haben sie unterschiedliche steuerliche Regelungen und da Währungsinvestitionen natürlich tendenziell zunehmen, wird das Finanzamt meines Erachtens auch hier in Zukunft mal ein bisschen stärker draufschauen und gerade bei Währungskonten, die verzinst sind, haben wir da eine Spekulationsfrist von 10 Jahren und das ist ein Aspekt, der vielen Anlegern so ein bisschen aus dem Auge geglitten ist und der natürlich hier steuerliche Auswirkungen haben kann. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns Griechenland anschauen, der kaufkraftbereinigte Beitrag von Griechenland zur globalen Wirtschaftsleistung, der liegt bei 0,3%. Der Beitrag Griechenlands zur Wirtschaftsleistung der Eurozone, der liegt bei unter 2%. Die Schulden hat man, wie vorhin dargestellt, sowieso ja auf die offizielle und öffentliche Hand vergeben. Also auch die Auswirkungen auf das Finanzsystem, die sind hier tendenziell überschaubar. Deswegen, es geht hier ganz klar um das politische Thema. Und meines Erachtens, das wird auch der große Aspekt sein, der uns die nächsten Monate auf jeden Fall begleiten wird. Inwieweit möchte man eine Transferunion und wenn man Gelder zur Verfügung stellt, wie wird das überwacht? Wie wird es in den nationalen Parlamenten vertreten? Bekommen wir ein Links- oder Rechtsgefälle, je nachdem, ob sie im Süden oder im Norden Europas sind? Also das werden die wichtigen Themen werden und auch wenn man nicht immer mit einigen amerikanischen Nobelpreisträgern übereinstimmen muss, aber man muss schon sagen, das Rad ist doch mittlerweile so verfahren, dass man sich natürlich wirklich die Frage stellen muss, ob es jetzt noch weiter sinnig sein kann, in dieser wirklich Krise historischen Ausmaßes, wie Sie ja vorhin gesehen haben, im Vergleich zur Krise Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA, ob man da jetzt wirklich so vorgehen muss, wie es momentan der Fall ist, oder ob das eher die Radikalisierung noch hier begünstigt. Aber wie gesagt, das ja nicht zu beeinflussen. Kommen wir zurück zur Geldanlage. Ganz klar, Sie wissen, wenn Sie in Aktien investieren, Sie erwarten als Aktionär, wenn Sie Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung stellen, dann erwarten Sie natürlich eine Risikoprämie. Sie erwarten natürlich eine höhere Rendite als mit festverzinslichen Wertpapieren. Die sogenannte Aktienrisikoprämie oder Equity Risk Premium, ERP, wie es ja so neudeutsch dann auch heißt. Und die natürlich momentan für europäische Aktien attraktiver
als zum Beispiel in den USA. Der Grund ist ganz einfach. Wir haben ja natürlich auch größere Unwägbarkeiten, wobei man ganz klar sagen muss, sowohl für die Eurozone als auch für die USA, wenn sich die Stressindizes anschauen, die von den Notenbanken berechnet werden, dann sind die momentan im Niemandsland. Also dieses systemische Risiko, dass wir jetzt im Finanzsystem hier einen Big Blow-up haben, der wirklich das Finanzsystem in den Abgrund reißt, der ist momentan zumindest nach den Indikatoren der Notenbanken nicht gegeben. Und auch der Vergleich mit Lehman Brothers drängt sich meines Erachtens nicht auf, weil Lehman Brothers war ein Ereignis, was keiner für möglich gehalten hat, was in kaum einer Simulation, in keinem Szenario eine Rolle gespielt hat. Und das Thema Griechenland, Teilaustritt Griechenland, Schuldenschnitt, Ganzaustritt und Rückkehr nach 5 Jahren oder was sie auch da ranziehen möchten, das wurde ja schon hunderte Male durchgespielt. Also ich glaube, wir haben allein von, ich weiß nicht, gefühlten 50 bis 70 Fondsgesellschaften, Investmentbanken und Banken Szenarioberechnungen zu dem Thema Brexit bekommen. Also das ist kein Event, was den Markt so dramatisch überraschen sollte. Heißt natürlich in der Konsequenz auch, man kann ja die Aktienquote aus der Perspektive Griechenland durchaus bei seiner strategischen Höhe lassen. Aber wie gesagt, es gibt vielleicht noch andere Einflussfaktoren, die momentan mal drüber nachdenken lassen, ob die Aktienquote nicht vielleicht perspektivisch eher etwas reduziert werden sollte, ob vielleicht nicht indexabhängige Investments vielleicht ein bisschen zugunsten von risikokontrollierten Ansätzen zurückgestellt werden. Aber das sehen wir dann auch noch. Meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiges Thema, was momentan so ein bisschen untergeht oder isoliert betrachtet wird, ist natürlich China. Sie wissen, wir hatten in China einen spektakulären Anstieg der Aktien. Wir hatten wirklich dieses Thema massiver Aktienanstieg, massive Spekulationen durch die privaten Haushalte. Also viele von Ihnen haben sich wahrscheinlich an die Zeit der Telekom-Aktie erinnert gefühlt. Also wenn man diesen Chart hier betrachtet, der chinesischen Aktien, dann könnte man sich wirklich denken, die Deutschen hätten Manfred Krug nach China exportiert, um hier das Thema Aktienmentalität im Land der Mitte doch mal zu positionieren. Aber abseits dieser Späße, jede Blase muss mal platzen. Wir hatten auch ja mehrfach darauf hingewiesen, dass wir dort aktuell nicht investieren würden, beziehungsweise sowieso auch sehr schwer natürlich in diesen chinesischen Heimatmärkte zu investieren. Sie sehen letztendlich hier diese Blase, wenn man das so bezeichnen will, die ist auch geplatzt. In der Spitze Rückgänge von 32-33% im Index. Dann hat man sich entschieden, in den Markt einzugreifen. Also das war wirklich Planwirtschaft at its best, also Zinsen runter. Sie haben Unternehmen mitgeteilt, dass sie keine Aktien von anderen Unternehmen verkaufen sollen. Man hat die nationalen Pensions- und Staatsfonds im Endeffekt hier angewiesen, in den Aktienmarkt zu intervenieren und. Also das ist doch ein ganz großes Thema, was wir hier gesehen haben. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche Auswirkungen das haben könnte auf die chinesische Nachfrage, dann muss man sagen, eigentlich relativ überschaubar, weil vom Gesamtvermögen der privaten Haushalte liegen ungefähr 6% in Aktieninvestments. Also ne, wenn Sie haben Haushaltsvermögen, nehmen Sie an, Ihr Vermögen sind 300.000 Euro, weil Sie haben für 200.000 Euro eine Wohnung und für 100.000 Euro Wertpapiere und Cash, dann haben Sie 300.000 Euro Haushaltsvermögen. Und wenn Sie davon jetzt 6%, wenn 18.000 Euro in Aktien hätten, dann entspricht es dem Anteil der chinesischen Haushalte. Insgesamt haben aber auch nur 6-7% wiederum der chinesischen Haushalte überhaupt Aktien. Also einige haben sehr viel, andere haben sehr wenig, aber jetzt nicht dieses Breitenthema. Interessant auch wiederum, was oft durcheinander gemischt wird, dass man sagt, naja, der chinesische Privatinvestor, der bestimmt hier letztendlich den Markt. Nun ja, hier muss man auch nochmal feststellen, wenn man die Statistiken anschaut, dass die individuellen Investoren, die haben nur 22% Anteil, also ihnen gehört nur 22% des Aktienmarktes, aber sie machen 82% des Handelsvolumens aus. Also relativ aktiv und vielleicht sollte man weniger in chinesische Aktien, sondern eher in chinesische Broker investieren. Manchmal ist es ja besser, das Loch nicht selbst auszuheben, sondern hier die Schaufeln dazu zu liefern. Aber insgesamt, wenn man es so mal so betrachtet, die Auswirkung, also dieser Vermögenseffekt auf die chinesischen Haushalte, der sollte tendenziell relativ überschaubar bleiben. Mit Sicherheit hat es auch einige Investoren getroffen, die ordentlich gehebelt am Markt investiert waren, aber das waren tendenziell auch eher die Vermögenderen. Also die werden sich jetzt nicht anstatt ein 5er BMW ein 3er BMW kaufen, weil die Börse gefallen ist. Also von daher, der Vermögenseffekt, der sollte erstmal überschaubar bleiben. Auch das Thema finanzielle Stabilität aufgrund der massiven und extrem hohen Devisenreserven, die man hier
ja, in China bunkert, kann man sich natürlich auch noch weiterhin gegen den Markt stellen. Also von daher momentan die Auswirkungen noch überschaubar. Aber wenn wir mal über den Tellerrand hinausschauen, so stellen wir auch fest, dass natürlich viele chinesische Unternehmen, gerade auch staatsnah oder staatseigene oder kommunal eigene Unternehmen, die haben natürlich auch ordentlich Fremdkapital momentan auf der Seite, also haben Verbindlichkeiten. Und die Idee war natürlich schon noch in China über den Aktienmarkt natürlich hier Fremdkapital in Eigenkapital zu wandeln, also sprich neues Geld am Kapitalmarkt einzusammeln über das Instrument der Aktie und dementsprechend Schulden in Eigenkapital zu wandeln. Und damit das natürlich funktioniert, brauchen Sie einen Aktienmarkt, der eine gewisse Solidität hat, also einen Verlauf, der nicht ganz so dramatisch ist, wie vielleicht in den letzten Monaten gesehen. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch eine gewisse Planungsgrundlage, also was regulatorisches, rechtliches Umfeld oder auch das Liquiditätsumfeld betrifft. Und ich glaube, da hat man sich momentan in China wirklich mit diesen Interventionen einen Bärendienst erwiesen. Und dementsprechend das Thema Verschuldung in China und das könnte wieder mehr Bedeutung gewinnen, wenn dieser Kanal der Schuldenrestrukturierung über die Ausgaben von Aktien hier versiegen sollte. Aber auch ein isolierter Markt hat Auswirkungen. Teilweise waren ja bis zu 50% der Aktien dann hier an diesem Markt nicht handelbar. Und viele von Ihnen haben es vielleicht noch verfolgt. Dann gab es so Tage, da sind Kupfer ist massiv eingebrochen oder auch der australische Dollar ging massiv nach unten. Und dann liefen wieder die Stories über den Ticker. Die chinesische Nachfrage ist so schwach und jetzt verkaufen alle Kupfer. Wir brauchen schon Industriemetalle und auch Australien läuft nicht mehr so gut, deswegen verkauft man Australdollar. Also, meine Damen und Herren, der Grund für diese Bewegung, die sind natürlich tendenziell auch hier in diesem Segment sind, die sind natürlich etwas anderes. Wir sehen hier, am Aktienmarkt geht es nach unten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie halten Aktien. Sie können diese Aktien aber gerade nicht verkaufen, weil es einfach keinen Markt gibt. Sie können nicht verkaufen. Sie möchten aber Ihr Risiko reduzieren. Also überlegen Sie sich, naja, was hat denn einen Bezug zu meinen Aktien? Und dann in erster Linie sind Sie dann natürlich bei Industriemetallen oder natürlich auch bei Rohstoffwährungen wie dem Australdollar. Also sagt man, na gut, ich komme aus meinen Aktien nicht raus, also verkaufe ich etwas, was einen gewissen Gleichlauf, einen gewissen Zusammenhang mit meinen Aktien hat. Und dementsprechend sehen Sie die Bewegung, da ging es dann auch ordentlich mal schnell nach unten. Hier bei den Industriemetallen, dann sehen wir, okay, die Regierung hat eingegriffen, man hat planwirtschaftlich agiert, um den Aktienmarkt zu stützen. Der Aktienmarkt hat sich über einige Tage erholt. Siehe da, diese Positionen wurden wieder rückabgewickelt und die Rohstoffpreise haben sich entsprechend hier auf der Basis wieder erholt. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Die Zeit reicht jetzt leider nicht, um das jetzt im Detail zu erklären. Aber nehmen Sie bitte mit, auch ein isolierter Markt, der hat natürlich Auswirkungen, weil nur weil ein Vermögenswert nicht mehr handelbar ist, heißt das nicht, dass es keine Auswirkungen auf angrenzende Vermögenswerte hat. Also das Punkt 1. Punkt 2 natürlich, dass wir hier natürlich auf der Portfolioebene eine vermeintliche Risikostreuung haben, die gar nicht da ist. Also wir machen es mal ganz beispielhaft. Sie haben vielleicht ein Portfolio, wo, das ist jetzt ganz platt, ein Drittel ist in Industriemetallen, ein Drittel ist im Australdollar und ein Drittel ist in chinesischen Aktien. Und dann sagen Sie, naja, ist hier eigentlich ein schöner Mix, ich habe mein Risiko schön verteilt über drei unterschiedliche Segmente, ein bisschen Währung, ein bisschen Metall und ein bisschen Aktien. Pustekuchen. Im Ergebnis sehen wir, dass natürlich die Richtung dieser Bewegung sehr ähnlich ist, dass vielleicht die Stärke der Bewegung leicht unterschiedlich ist, aber im Ergebnis haben wir durch eine solche Positionierung keine Risikostreuung, sondern wir haben einfach nur eine Risikoverteilung. Richtigerweise müsste man sagen, naja, wie viel Prozent meiner Vermögenswerte möchte ich denn zum Beispiel auf die China-Story setzen? Als Beispiel 10% des Depots. Und dann würde man sagen, naja gut, vielleicht 4% über Aktien, 4% über Rohstoffe und 2% über die Währung. Also, wie gesagt, das eben als Beispiel, damit Ihnen das klar wird. Und das gilt natürlich auch für andere Arten von Vermögenswerten, ob das jetzt momentan die Thematik Griechenland ist, wo man sich ja auch klar machen muss, hier hat es natürlich Auswirkungen nicht nur auf griechische Aktien, sondern Sie sehen zum Beispiel auch sehr, sehr stark, als man Angst hatte, dass es in Griechenland erstmal nicht weitergeht, teilweise französische und spanische Banken mit massiven Abschlägen, 10 bis 15%, hat sich dann wieder erholt, nachdem man ja jetzt die Hoffnung wieder hat, dass Griechenland sich stabilisiert und alle Parteien das in ihren nationalen Parlamenten auch so verkaufen können, wie es jetzt kommuniziert wird. Also von da, meines Erachtens, das ist ein ganz wichtiges Thema, Portfoliokonstruktion, eben hier nicht nur in Vermögensklassen denken, sondern auch mal sich klarzumachen, dass hier natürlich ein gewisser Gleichlauf zwischen unterschiedlichen Vermögensklassen vorhanden ist. Also globale Perspektive,
Auch das nochmal, Wirtschaft ja grundsätzlich das wesentliche Thema. In diesem naja, dezenten Braun sehen Sie hier den Anteil des jeweiligen Landes respektive der jeweiligen Regionen an der globalen Wirtschaftsleistung für das Jahr 2014. Ist alles in US-Dollar berechnet und da sehen Sie im Endeffekt schon, okay, die Eurozone hat hier doch schon einen gewissen Anteil mit 17%, aber natürlich USA mit 23% ist größer, China nur mit 13%, aber wie gesagt, das ja die Bestandsgrößen, wie man bilanziell so schön sagt. Wichtiger wird es im Endeffekt vielleicht auch mal eher bei den Flussgrößen, also eben bei der Contribution to Global GDP Growth, also was heißt das auf Deutsch? Naja, den Anteil, den eben die jeweilige Region zum globalen Wachstum beigetragen hat. Und da sehen Sie natürlich auch hier, China war natürlich der Primus und dementsprechend, wenn Sie ein Land haben, was 27% zum Wachstum beigetragen hat, und da gibt es jetzt vielleicht ein bisschen Abschwächung, dann hat das natürlich stärkere Auswirkungen, als wenn ein Land mit 3% Beitrag an der gesamten globalen Wirtschaftsleistung hier momentan in Probleme gerät. Deswegen auch hier das mal dargestellt, unseres Erachtens die Aktivitäten in der Wirtschaft, in der chinesischen Wirtschaft lassen nach. Wenn Sie mal weg von den offiziellen Zahlen gehen, die wahrscheinlich genauso geschönt sind wie natürlich auch in den USA und in vielen anderen Regionen, dann natürlich auch hier der Punkt, wenn wir mal wirklich mal zum Beispiel die Frachtraten für den Zugverkehr betrachten oder den Elektrizitätsverbrauch oder auch das Kreditwachstum, also wenn Sie solche Indikatoren betrachten, dann ganz klar, das Wachstum scheint sich abzuschwächen und das sieht man zum Beispiel auch bei den Pkw-Neuwagenverkäufen, die ein gutes Stück zurückgekommen sind. Im Endeffekt ein Wert, den wir auch jetzt für ein paar Jahre nicht gesehen hat. Und das natürlich auch hat Auswirkungen auf die deutsche Exportwirtschaft. Wenn Sie mal auch teilweise jetzt Volkswagen, Daimler oder auch BMW verfolgen, dann haben Sie den vereinzelt in den Tagen immer mal am Schluss des DAX gesehen. Warum? Ja, die Werte laufen schlechter als der Gesamtmarkt. Hier steckt natürlich auch die Erwartung drin, dass sich natürlich in China der Automobilmarkt etwas abschwächt und das natürlich schlecht für den deutschen Exporteur, eben für diese zyklischen Konsumwerte. Also meines Erachtens ist das schon ein Thema, was man mal auf dem Schirm haben sollte. Insgesamt aber auch das Thema Wirtschaft. Es ist kein Weltuntergang. Der Internationale Währungsfonds hat zwar seine Wachstumsprognose ein bisschen nach unten genommen. Letztendlich muss man aber sagen, das globale Wachstum ist weder extrem positiv, noch ist es extrem negativ. Es hat erstmal keine Auswirkung auf die strategische Vermögensstrukturierung. Und wenn Sie hier mal diesen Index betrachten, der von der Citigroup berechnet wird, also hier schaut man, wie ist denn die Erwartung an volkswirtschaftliche und makroökonomische Daten und wie kommen die Daten dann effektiv rein? Sind die besser als erwartet? Sind die schlechter als erwartet? Und dann sehen Sie hier in Grün für die USA, da war man ja extrem positiv, dann kamen einige Daten eher schwach, beziehungsweise schwach rein. Und mittlerweile sieht man wieder, naja, es dreht sich wieder ein bisschen nach oben. Auch in der Eurozone sieht man hier im kleinen Knick. Also ich glaube, momentan das größte Problem, was wir haben, ist weniger die Wirtschaft, sondern das Problem ist eher auf der politischen Seite, weil wir natürlich einfach diesen geringen Vorschau haben. Wie geht es denn genau weiter? Was passiert denn genau? Und wie gesagt, die Wirtschaft hier meines Erachtens momentan eher das weniger große Thema, sondern die Politik ist hier der große Punkt. Aber nichtsdestotrotz, man muss ganz klar sagen, diese politische Unsicherheit führt natürlich dazu, dass einige Märkte, die durch die Notbankintervention der Europäischen Zentralbank im ersten Quartal 2015 sehr schnell extrem teuer geworden sind und natürlich auch vielen Anlegern ein bisschen weggelaufen sind, diese Märkte sind natürlich jetzt auch wieder ein bisschen günstiger geworden und dementsprechend aus einer langfristigen Perspektive kann man durchaus argumentieren, dass eine willkommener Rückgang der Kurse auch ist, um sich hier entsprechend auch langfristig zu positionieren. Also Wirtschaft hatten wir, Politik hatten wir auch, können wir sowieso nicht beeinflussen und die Politik hat ja angeblich auch kurze Beine an den Kapitalmärkten. Kommen wir zum Thema Liquidität und was Sie hier sehen, ist ein ganz simples Thema. Hier sehen Sie im Endeffekt die Intervention der Notenbanken der G4-Staaten und da sehen Sie im Endeffekt, okay, Liquidität scheint nicht das Thema zu sein. Wir stellen fest, ja, die USA wird ein bisschen weniger tun, ja, die Bank of England wird ein bisschen weniger tun, aber die Europäische Zentralbank tut ein bisschen mehr. Die Bank of Japan ist sowieso ja dabei, den Wanderpokal der Notenbankintervention zu verteidigen. Also dieses Thema Liquidität scheint nicht das große Thema zu werden. Und wir werden ja auch oft von Anlegern gefragt, ja, wann endet denn mal dieser Bullenmarkt am Aktienmarkt, den wir
gesehen haben. Und zunächst die Frage natürlich, welchen Aktienmarkt meinen Sie? Also der US-Aktienmarkt hat dieses Jahr bisher überhaupt nichts an Rendite abgeliefert. Lediglich Europa hat sich schön positioniert. Aber typischerweise endet ein Bullenmarkt natürlich durch eine nachlassende Liquiditätsversorgung oder natürlich wirklich durch eine Rezession und sich ein massiv abschwächendes wirtschaftliches Umfeld. Und da muss man momentan ganz klar sagen, auf globaler Basis, und wenn wir global denken, dann muss man das auch so festhalten, sehen wir momentan, wie gesagt, eine wirtschaftliche Leistung, die relativ stabil ist, weder besonders positiv noch besonders negativ. Ja, wir sehen, dass sich unterschiedliche Notenbanken anders positionieren. Das hat natürlich wieder Auswirkungen auf die Zinssituation und dementsprechend auf die Wechselkurse. Aber am Ende des Tages, wenn wir es mal aufaddieren, wie Sie es hier im linken Chart ja schön sehen, sehen wir im Endeffekt Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken überhaupt kein Problem. Also da ist Geld ohne Ende vorhanden. Gehen wir auf die Bewertung der verschiedenen Vermögensklassen. Kurs-Gewinn-Verhältnis. Kurs-Gewinn-Verhältnis ganz simpel erklärt. Sie haben ein Vermögensgut, einen Vermögenswert, der liefert Ihnen einen Ertrag von 5 Euro pro Jahr. So, 5 Euro schüttet er Ihnen aus. So, wenn Sie für diesen Vermögenswert heute 100 Euro bezahlen müssen, dann müssen Sie das 20-fache des Jahresertrages von 5 bezahlen. Also haben Sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5. Und genau diese simple Berechnung können Sie natürlich auf jeden Vermögenswert von der vermieteten Immobilie über den Aktienmarkt bis hin zu Hochzinsanleihen und Unternehmensanleihen vollziehen. Und Sie sehen das hier mal auf meinem schönen Zeitablauf dargestellt. Wir hatten ja exorbitante, muss ich sagen, schwachsinnige Bewertungen für deutsche Staatsanleihen. Im Tief ja, glaube ich, 0,04% für eine 10-jährige Bundesanleihe. Also natürlich abstrus. Das hat sich ein bisschen relativiert. Wir pendeln jetzt so irgendwo zwischen 0,6 und irgendwie 0,8, 0,9%. Also da sehen Sie schon, da ging es ein ordentliches Stück nach unten. Und dieses nach unten heißt natürlich nichts anderes. Die Vermögenspreise sind gefallen. Und dementsprechend ist der Ertrag ist ja gleich geblieben. Also wenn ich jetzt weniger bezahlen muss für den gleichen Ertrag, dann geht die Linie hier entsprechend eben nach unten. Und wenn Sie sich mal die Aktien anschauen, ob das jetzt der DAX 30 hier ist in Rot oder ob das der globale Aktienmarkt ist in diesem schönen lila Türkis und Sie gehen mal zurück hier seit 1996, dann muss man ganz klar sehen, dass die natürlich sich hier bedeutend stabiler entwickeln, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft und das insgesamt natürlich ein Phänomen, was man meines Erachtens in der finanziellen Bildung noch stärker herausstellen müsste. Das typischerweise ist die Schwankungsbreite eines Vermögenswertes, wie zum Beispiel eine Aktie, ist bedeutend schwankungsreicher als der Preis des Cashflows, des Ertrages, der aus der Aktie eben generiert wird oder eben auch bedeutend schwankungsreicher als natürlich die Unternehmensgewinne, die hier zugrunde liegen. Und wie gesagt, meines Erachtens das auch immer eine Frage dann der Betrachtungsweise. Insgesamt, wofür sollte man sich solche Kurs-Gewinn-Verhältnisse anschauen? Natürlich vor dem Hintergrund der strategischen Positionierung. Das nutzt Ihnen nichts als Timing-Tool, wenn Sie damit jetzt entscheiden wollen, ob Sie heute Aktien oder morgen Anleihen kaufen. Sondern da geht es natürlich wirklich darum, langfristige Erwartungen, auch das sogenannte Schiller-KGV, was das Ganze ja nochmal zyklisch glättet über 10 Jahre, ein sehr schlechter Timing-Indikator, aber ein sehr guter Indikator, um die erwarteten Erträge für die nächsten 10 oder 15 Jahre mal anzunehmen, was ja noch für eine langfristige Anlagestrategie durchaus veritable und sinnvolle Zeiträume sind, meines Erachtens. Ja. Was ist jetzt zu tun? Das warten wir noch kurz. Vielleicht noch mal kurz ein Statement auch zum Edelmetall, weil die Frage hatten wir vorhin schon auch per E-Mail. Edelmetall, ganz klar, der Feind des Edelmetalls sind natürlich steigende Realzinsen. Und in Amerika, auch wenn der Markt es momentan noch anders einpreist, möchte man wohl doch den ersten Zinsschritt in diesem Jahr vollziehen. Inflation in den USA, nicht das Riesenthema auf globaler Ebene, das Thema Inflation von einigen Krisenländern abgesehen, ja momentan überhaupt kein Thema und dementsprechend kann man sich durchaus vorstellen, dass die Realzinsen, also der Realzins ist der Nominalzins abzüglich der offiziellen Inflationsrate, dass der steigt und das ist natürlich schwierig für die Edelmetalle, weil die Edelmetalle sich bei steigenden Realzinsen immer schwer tun, weil der Anleger verzichtet dann natürlich auf einen höheren realen Ertrag, wenn er in Gold investiert, also geht er lieber in Cash. Insgesamt, auch das natürlich ein Thema, die vorhin angesprochene relativ hohe finanzielle Stabilität nach den Berechnungsgrundlagen, die meines Erachtens sinnvoll sind, der verschiedenen Zentralbanken ja relativ hoch. Auch der US-Dollar scheint wieder zurück zu sein, was das Thema Weltleitwährung betrifft. Da können wir viel drüber diskutieren, über Schulden, über Statistiken und was Ihnen alles einfällt. De facto muss man sagen, der US-Dollar hat sich da doch wieder extrem gut behauptet, ja, hat ein höheres Zinsniveau als in vielen anderen Ländern der Welt.
Und dementsprechend, wie gesagt, dieses Thema Edelmetalle momentan mit großen Schwierigkeiten behaftet, dementsprechend auf der physischen Basis, klar, ist es eine Krisenwährung. Und wir müssen auch feststellen, bei den Anlegern, die Anleger, die Edelmetalle haben wollten als Teil der Vermögensstruktur, die haben das irgendwann in den Jahren 2009, 2010 gekauft. Das Edelmetall liegt im Schließfach, liegt in der Schweiz, liegt sonst irgendwo. Man braucht nicht mehr, man braucht nicht weniger. Also da fallen die Nachfrager einfach weg. Und dementsprechend glaube ich, dass der Markt momentan sehr stark davon bestimmt wird, wie sich verschiedene Akteure am Terminmarkt positionieren, wie natürlich hier auch Verwerfungen vielleicht auch mal sind und natürlich auch viele Trendfolger oder computerbasierte Handelsmodelle, die einfach auf irgendwelche Bewegungen setzen und das dann natürlich zu entsprechenden Schwankungsbreiten auch beim Edelmetall führt, sodass die Edelmetalle natürlich momentan ihren Ruf als sicherer Hafen natürlich nicht gerecht werden, weil das Plus, was Sie momentan beim Edelmetall sehen, ruht ganz und gar darauf, dass natürlich hier der Euro gegenüber dem Dollar abwertet. Aber diesen Effekt habe ich natürlich auch bei amerikanischen Aktien, den habe ich auch bei amerikanischen Anleihen. Das ist jetzt kein besonderes Attribut, das man marketingmäßig hier dem Edelmetall zuschreiben muss. Also, meine Damen und Herren, was ist jetzt zu tun? Das Gleiche wie immer, muss man sagen. Klar, Anlagestrategie. Wie leite ich eine Anlagestrategie her? Auch dazu haben wir verschiedene Beiträge präsentiert, hatten es auch in Online-Konferenzen mit drin. Dazu sollte man seine finanzielle Risikobereitschaft kennen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir relativ hohe Schwankungen haben, wo sie Bewegungen haben übers Wochenende durch solche politischen Entscheidungen oder irgendeinem griechischen Referendum, ja, wo sie dieses Thema haben, ist es wichtig, dass Sie zu unterscheiden lernen zwischen finanzieller Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal und der Risikowahrnehmung, die doch sehr stark sich damit ändern, was Sie in den Zeitungen lesen, was Sie mit Freunden und Bekannten besprechen. Und auch hier dieses Thema finanzielle Risikobereitschaft kann man auf wissenschaftlicher Basis messen anhand eines Online-Fragebogens. Sollten Sie mal, sofern Sie es noch nicht gemacht haben, ich glaube, viele hier haben es schon getan, wenn ich mir die Teilnehmerliste mal anschaue, fordern Sie es mal bei uns an, ist kostenfrei, Sie kriegen die Auswertung auch direkt im Anschluss, macht auf jeden Fall Sinn. Nächster Punkt, Depotstruktur prüfen. Worauf will ich raus? Depotstruktur. Hier gibt es verschiedene Themen. Wenn Sie heute Ihre Depotstruktur anschauen und die besteht beispielsweise aus 50% Aktien und aus 50% Anleihen, dann hat natürlich diese Struktur heute ein anderes Risiko als vor 6 oder 7 Jahren. Weil die Korrelationen sind gestiegen, also Aktien und Anleihen laufen oft in die gleiche Richtung. Also Sie haben weniger Risikostreuung und weniger Risikostreuung heißt natürlich, dass Sie eigentlich die Positionsgrößen nach unten nehmen müssen. Dann, wenn Sie vielleicht auch 2008 gekauft haben, eben noch vor der Abgeltungssteuer, das war ja mental ein wichtiges Thema zu sagen, bei günstigen Preisen kaufen, kriegen viele diszipliniert nicht hin. Aber wie gesagt, die Steuer hat es dann eben möglich gemacht, doch zu kaufen. 2008 ist ein paar Jahre her, sind heute 6 Jahre älter, sind heute 6 Jahre näher vielleicht an ihrem Ruhestand in Kombination mit stark gestiegenen Wertpapierkursen auf der Indexebene und einer mangelnderen oder geringeren Risikostreuung macht das mal Sinn, die Depotstruktur zu prüfen und dazu sehen natürlich auch solche Aspekte, wie wir es vorhin am Beispiel China-bezogene Investitionen mal gemacht haben, mit dem Beispiel chinesische Aktien, Industriemetalle und dem Australdollar. Klumpenrisiken, ganz klar. Sie kennen mein Leitmotiv, wir leben nicht in einer globalen Schuldenkrise. Globale Schuldenkrise, nur der Begriff, den wir gefunden haben, um die Probleme, die wir im Rahmen der Finanzkrise und den fortfolgenden Krisen hatten, mal zu klassifizieren. In der Realität haben wir natürlich eine individuelle Guthabenkrise, deswegen die Kernfrage für Sie muss immer lauten, wo bin ich Gläubiger, wo habe ich Klumpenrisiken, was Forderungen betrifft, was natürlich auch durchaus Währungspositionen angeht. Und da macht es natürlich Sinn, sich aktuell mal damit zu beschäftigen, weil das muss auch klar sein, die aktuellen Herausforderungen liegen nicht nur auf der Börsenebene, sodass man sagen kann, wie früher, naja, wenn es am Markt runtergeht, dann trifft es eben die Aktionäre und ich habe keine Aktien, was interessiert mich? Oder wie den neuen Markt damals, was ja auch nur ein Teil der Deutschen getroffen hat, sondern diesmal ist wirklich so, niedrige Zinsen treffen jeden Bereich der finanziellen Lebensphase, ob es die Altersvorsorge ist, die betriebliche Altersversorgung, bis hin ja zur Beitragsentwicklung ihrer privaten Krankenversicherung. Überall spielt das Zinsthema mit rein, deswegen ein guter Zeitpunkt, sich mit seiner Vermögensstruktur zu beschäftigen. Klar, Ruhestandsplanung, auch das ein wichtiges Thema. Da fragt man sich, naja, was hat das mit dem Kapitalmarktdialog zu tun? Ist relativ simpel meines Erachtens. Letztendlich für viele Anleger, wenn sie keine finanziellen Ziele definieren können, für die meisten ist zumindest ein Ziel Ruhestandsplanung, also Kapital aufzubauen, um den Ruhestand zu finanzieren, um gegebenenfalls einen Vorruhestand zu finanzieren. Und da hat natürlich die aktuelle Kapitalmarktsituation große Auswirkungen und dementsprechend müssen hier Planungen angepasst werden. Oder wenn wie in vielen Fällen überhaupt keine Planung vorhanden ist, dann macht das natürlich Sinn.
mal eine Planung zu erstellen, um überhaupt mal sich klar zu werden, wo will ich überhaupt hin? Weil wenn Sie heute über das Thema Anlagestrategie sprechen, dann ist ja die Frage, welche Rendite brauchen Sie eigentlich? Und diese Renditeerfordernis, die muss man natürlich irgendwo ableiten. Ein Thema kann die Ruhestandsplanung sein. Und dann kommen Sie eben aus dieser Renditeerfordernis, kommen Sie zu den relevanten Vermögensklassen. Und aus den relevanten Vermögensklassen in Kombination mit Ihrer finanziellen Risikobereitschaft kann man eben sehr sinnvoll und handwerklich sauber eine Anlagestrategie herleiten, die es dann eben verschiedentlich umzusetzen gilt. Finanzplanung, klar, ich als Finanzplaner vertrete das Thema natürlich immer. Es macht durchaus mal Sinn, mal einen Strich unter seine Vermögenswerte und Schulden zu sehen und zu schauen, wo stehe ich eigentlich. Und am Ende des Tages Leben genießen, nehmen Sie das bitte auch als Botschaft mit. Am Ende des Tages, viele Aspekte können Sie nicht genau kontrollieren. Kapitalmärkte sind typischerweise zukunftsbezogen. Deswegen fokussieren Sie sich auf das, was Sie selbst kontrollieren können und lassen sich nicht zu sehr von den Medien auch beeinflussen. Die Medien müssen natürlich jeden Tag Schlagzeilen bringen. Da werden natürlich auch Sachen aufgebauscht, die vielleicht gar keine wirtschaftliche Relevanz haben. Teilweise werden natürlich einfach Kursbewegungen mit unsinnigen Meinungen und auch Herleitungen erklärt. Ja, Thema China-bezogene Anlagen, wie zum Beispiel Rohstoff, ist ja ein schönes Praxisbeispiel gewesen. Also wie gesagt, das meines Erachtens das Kernthema, was wir haben sollten. Insgesamt, meine Damen und Herren, 6:58. Ich habe relativ schnell gesprochen, aber ich denke, Sie konnten mir folgen. Wir stellen natürlich auch im Nachgang noch eine Konserve zur Verfügung, sodass Sie das nochmal in Ruhe reflektieren können. Grundsätzlich aber natürlich auch die Möglichkeit, natürlich die Themen nochmal mit dem Finanzdienstleister zu besprechen, der Sie zu der heutigen Online-Konferenz eingeladen hat. Sofern Sie eben nicht eingeladen worden sind, können Sie natürlich auch jederzeit gerne auf uns zukommen, um das ein oder andere zu diskutieren, um sich hier in diesen Phasen mit seiner Vermögensstrategie sinnvoll zu positionieren. Ja, meine Damen und Herren, vom offiziellen Vortragsteil sind wir am Ende. Überraschenderweise ist nicht eine Frage gekommen, also ein bisschen überraschend. Also deswegen jetzt eine gute Möglichkeit, um Fragen zu stellen. Sofern keine Fragen mehr da sind, können wir die Online-Konferenz an dieser Stelle beenden. Das liegt jetzt bei Ihnen, inwieweit Sie sich hier noch einbringen möchten. So, also wie es ausschaut, keine Fragen mehr. Oft erleben wir, dass das auch dann eher nochmal dann telefonisch geäußert wird. Jetzt kam mir noch eine Frage, was denken Sie über die? Und dann ist es abgeschnitten. Bisschen klein. Ja, was denken Sie über die Situation in Griechenland? Werden die Gesetze in Griechenland umgesetzt? Naja. Am Ende des Tages, meine Meinung zu Griechenland sieht so aus, dass man wahrscheinlich irgendwie diese Gesetze ratifizieren wird, dass man wahrscheinlich auch die Stimmen der Opposition braucht, um diese durchzusetzen. Vielleicht geht es dann auch in Richtung Neuwahlen. Für mich jetzt auch eher weniger relevant, ob die Gesetze umgesetzt werden, also sprich, ob man das wirklich in Gesetze umsetzt, sondern wirklich, wie nachhaltig dieses Thema auch gelebt wird. Weil Sie haben es vorhin gesehen, anhand der Daten zu Griechenland, die Datenlage ist ja wirklich extrem schlecht. Die ist gesellschaftlich herausfordernd. Man verlangt den Menschen auf der Straße hier sehr, sehr viel ab. Und ich weiß nicht, wie lange man das noch durchhalten kann. Und von daher, ich glaube, der politische und gesellschaftliche Druck, der ist da relativ groß, ist jetzt aber aus meiner Perspektive, aus der Sicht eines Anlegers, relativ unbedeutend, weil A, kann ich es nicht beeinflussen und B, wie gesagt, ist der Impact relativ gering, weil, wie gesagt, 0,3% der globalen Wirtschaftsleistung, 90% der Schulden liegen in der öffentlichen Hand. Also von daher muss man sagen, ja, ist kapitalmarktmäßig wahrscheinlich mittlerweile ein Non-Event. So, meine Damen und Herren, dann, jetzt kommt's. Wie gefährlich sehen Sie die aktuelle Situation in China, Ansteckungsgefahr? Also Ansteckungsgefahr, ich hatte es ja mal gesagt, welche Ebenen haben wir? Wir haben zum einen natürlich die Frage, inwieweit kann es sich auf den chinesischen Konsum auswirken? Auf den Konsum kann sich natürlich dieser Rückgang am Aktienmarkt natürlich auch dann auswirken, wenn natürlich auch Aktien einen gewissen Anteil an den Vermögensstrukturen einnehmen.
Da sie das nicht tun, muss man sagen, naja, der abgesehen vom psychologischen Effekt ist es jetzt psychologisch verschmerzbar. In Sachen Finanzstabilität hat natürlich die Notenbank hier noch genügend Instrumentarium, um planwirtschaftlich einzugreifen. Das ist positiv vielleicht für die Finanzstabilität kurzfristig, aber langfristig natürlich nicht so gut, was das Thema Wandlung von Schulden in Eigenkapital über die Ausgabe von Aktien betrifft. Deswegen, meines Erachtens, das Finanzielle, was von China ausgeht, ist das eine. Da würde ich momentan keine Anpassung aufgrund dieser Thematik vornehmen. Was ich bedeutender finde, ist durchaus der Sachverhalt, dass man wirklich sieht, die wirtschaftliche Aktivität schwächt sich etwas ab, was natürlich ihre Auswirkungen natürlich hat, weil Sie haben es vorhin gesehen, China hat doch einen ordentlichen Anteil zum globalen Wirtschaftswachstum beigetragen. Wenn das nun weniger wird, dann ist das natürlich schon auch eine Hausnummer. Und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich der Konjunkturzyklus, der, sage ich mal, vielleicht in 2009 begonnen hat und mittlerweile auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, dann wäre es ja auch durchaus mal legitim, dass sich das hier mal wieder verändert. Ein aktueller Vorschlag lautet, in Afrika zu investieren. Also Afrika, beziehungsweise das Thema Frontier Markets oder auch MENA, da gibt es verschiedene Ansätze, die auch immer mal positioniert werden. Ich muss ganz klar sagen, ich finde das Thema Frontier Markets in Ergänzung zu klassischen Schwellenländer-Investments ein gutes Thema, weil natürlich auch die Korrelation und der Gleichlauf zu den etablierten Märkten relativ gering ist. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, es sind natürlich keine etablierten Märkte. Sie haben nochmal andere Bilanzstandards, Sie haben geringere Liquidität an den Börsen. Also da kommen viele Aspekte zusammen. Wenn man so ein Thema wirklich mal langfristig halten möchte, also sagen, okay, ich glaube daran, Afrika könnte als Gesamtkontinent vielleicht die Story werden, die China von 2000 bis 2010 war, dann kann es natürlich ein gutes Thema sein. Tendenziell würde ich da aber sehr breit investieren, vielleicht auch verschiedene Konzepte nutzen. Es gibt ja verschiedene Angebote, um in Afrika zu investieren. Also vielleicht zwei unterschiedliche Konzepte nutzen und nicht auf einen Schlag investieren, sondern vielleicht ratierlich investieren. Also eben sagen, okay, ich kann, ich weiß jetzt nicht was, 200 Euro im Monat sparen und von den 200 Euro packe ich eben eine kleine Quote eben in den Sparplan, der eben hier langfristig in das Afrika-Thema im Endeffekt hineinfließt. Weil das muss man auch ganz klar sagen, es ist schon eher eine Nische. Und von daher sollte es natürlich eine Beimischung sein. Ich glaube, Paracelsus war es ja, der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und dementsprechend, wenn Sie auf der globalen Ebene sind, da sollte natürlich aus Sicht eines Anlegers erstmal eine sehr, sehr breite Basis sein. Sie können heute über wenige Finanzinstrumente eine sehr schön breite Struktur über 7.000 bis 8.000 verschiedene Aktien bauen, nach verschiedenen Managementstilen, nach verschiedenen Bewertungsansätzen. Eine Orientierung ist ja hier auch der norwegische Staatsfonds, was die Breite der Streuung betrifft. Wir von der Ypos haben es ja über die Faktorportfolios auch mal nachgebaut, dieses Thema breite Streuung. Und wenn man sowas als Fundament hat und es ist noch Liquidität zur Verfügung und man findet die Story plausibel und hat einen langfristigen Anlaufhorizont, dann kann sowas wie Afrika durchaus eine Ergänzung langfristig sein. Wie gesagt, idealerweise in Kombination mit einem laufenden Sparplan. Ja, meine Damen und Herren, dann sind wir am Ende. Dann bleibt es noch mir bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Sofern Sie noch im Büro sind, kommen Sie gut nach Hause. Sofern Sie schon zu Hause sind, machen Sie sich einen schönen Abend, genießen Sie die Zeit. Bis bald, auf Wiedersehen.